Schöne Szenen wie diese gab es bei diesem Spiel aus Sicht von Vechta eher seltener. Schon im ersten Viertel trat Kirchheim selbstbewusst auf und dominierte das Spiel. Zwei Dreier gab es unter anderem von Carlos Medlock. Im zweiten Viertel traf Christian Standhardinger zum Ausgleich. 20-20. Raster wurde langsam wärmer und kam besser ins Spiel. Doch vor allem Ex-Rastaner Richie Williams machte Vechta immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Der Halbzeitstand 43-42. Danach startete Kirchheim direkt mit zwei Dreiern ins dritte Viertel. Raster gab dem Gegner einfach zu viel Raum, sodass Kirchheim die Führung ausbauen konnte. Und immer wieder dieser Williams. Im letzten Viertel gewann Raster etwas an Kontrolle zurück. Es blieb spannend. Kurz vor Schluss trifft noch einmal Standhardinger zum 72-80. Doch am Ende reichte es nicht aus. Raster Vechta verlor das erste Mal in dieser Saison und das in den eigenen Wänden. Raster Vechta und die Kirchheim Knights trennen sich mit einem 74-84.